Erinnert ihr euch an Klaas Relotius, den Spiegelreporter, der mit Preisen überhäuft wurde, bei dem sich die Kollegen so ausdrückten, dass es gar nicht mehr schicklich war vor lauter Begeisterung? Und dann stellte sich heraus, der hat einen großen Teil seiner Geschichten schlicht und einfach erfunden und sich natürlich später als Opfer dargestellt. An diesen Klaas Relotius fühlen sich nun Kritiker wie Julian Reichelt erinnert angesichts eines neuen Skandals in der ARD, der atemberaubend ist. Sie kennen wahrscheinlich von Hirschhausen Eckart, den Arzt, Bestsellerautor, Corona-Aktivisten, 1,4 Millionen waren es, glaube ich, die seine Stiftung von Bill Gates erhalten hat, und er sät Corona-Panik und Corona-Angst, wo er nur kann, auch auf Kosten der Gebührenzahler. Und jetzt in einer neuen Sendung hat er einen herzzerreißenden Bericht über ein 12-jähriges Kind, über eine Olivia, und man möchte da fast weinen. So schlimm ist das, was da berichtet wird, und es heißt da auch, also Kinder seien besonders häufig betroffen von Corona. Und wenn man sich das als Vater, als Mutter, als Großmutter oder als Großvater ansieht, dann bekommt man es wirklich mit massiver Angst zu tun um die Kinder oder Enkelkinder. Das Problem ist nur, da wurde wieder manipuliert bis zum Umkippen. Bevor ich das jetzt alles langwierig erzähle, ein Video hier, das The Real Tom, ein toller Internet-Account, den ich sehr empfehle, Twitter-Account, nicht Internet-Account, aber Internet ist ja auch, Twitter ist ja auch Internet. Und jetzt einfach mal dieses Video, das The Real Tom daraus gemacht hat. Schaut euch das an. Im vergangenen Winter haben sich besonders viele Kinder und Jugendliche infiziert, mehr als andere Altersgruppen. Seit Wochen kann Olivia das Bett nicht mehr verlassen. Sie kann nicht alleine stehen, nicht aufrecht sitzen, kein Glas Wasser halten. In Olivias Körper tobt eine anhaltende Erkrankung, das Post-Covid-Syndrom oder umgangssprachlich Long-Covid. Manchmal will ich dann sogar nicht mehr leben und will einfach nur, dass es vorbei ist. Hallo Elefantenfans, kennt ihr eigentlich Olivia? Genau die Olivia, die alles gerne selber macht. Kennt ihr Schummeleier? Damit will ich Papa heute reinlegen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich im Leben erlebt habe. Dass mein Kind sagt, dass es nicht mehr leben möchte und wenn er sein Ei essen will, lege ich ihn voll rein. Ich liebe das. Ich würde gerne noch viel öfter Leuten einen Streich spielen. Unfassbar. Und es ist der Autor und Kollege Bastian Borucker, der das Ganze aufgedeckt hat. Empfehle euch sehr seinen Blog, empfehle euch auch sehr seine Twitter-Seite. Er hat das Ganze ins Rollen gebracht. Er hat herausgebracht, dass die Mutter Autorin ist und dass sie in der Taz selber geschrieben hat, wie ihr ja gesehen habt, dass die Tochter vorher schon geimpft wurde, und es geht noch weiter. Sie hat auch geschrieben, dank Blutwäsche ginge es der Tochter jetzt schon wieder viel besser. Und da ist die große Frage, warum wird das in dem Film nicht erwähnt? Also die Autorin schreibt schon im August, die Mutter, dass das
Kind wieder sich viel besser fühle. Und im Film wird das ganz anders dargestellt. Ganz viele Fragen. Der Kollege Borucka hat auch an die ARD geschrieben, er hat an das WDR geschrieben, er hat an die Autorin dieses Filmes geschrieben, auch an die Mutter. Bislang ist noch nichts bekannt, dass es da irgendeine Antwort gab. Und Borucka hat auch auf seinem Blog einen ganzen Artikel darüber, dass er eigentlich im Pressekodex sehr viel über die medizinische Ethik steht und dass Menschen wie der von Hirschhausen diese in seinen Augen massiv brechen, diese Vorschriften, weil sie eben Panik schüren, weil sie Angst schüren, weil sie hier mit den Gefühlen der Menschen spüren. Und selbst wenn es nicht Glas Relotius sein sollte, also wenn diese Geschichte mit Olivia stimmt, dann sind doch immer noch ganz, ganz wesentliche Informationen unterdrückt, vor allem die, dass Kinder und Jugendliche, vor allem Kinder eben ganz, ganz, ganz selten an schweren Corona-Verläufen erkranken und dann auch meistens nur mit schweren Vorerkrankungen. Also es ist für Kinder ist es wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie schwer erkranken. Und wenn man das in Relation setzt, dann mit anderem, ihr wisst, was ich meine, mit Maßnahmen dagegen, dann ist die große Frage, was ist da gefährlicher? Ja, für die ARD ist das schon wieder ein riesiger Skandal. Und das Schlimme ist, dass diese Propaganda, und es ist Propaganda, es wird eine Weltsicht hier absichtlich vermittelt. Man versucht dem Zuschauer eine Weltsicht aufzudrängen. Und das ist Propaganda. Und dass man das noch mit Gebühren finanzieren muss, das finde ich schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Ja, leider keine besseren Nachrichten. Danke fürs Reinschauen. Warum es eine Weile keine Videos gab, das dann im Nachspann. Schaut wieder rein. Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr neue Benachrichtigungen bekommt und auch, wer es kann, unterstützen, denn bei mir gibt es keine Zwangsgebühren und trotzdem das meistgelesene kritische Medium in Deutschland von 0 auf 100. Danke euch allen, danke, ciao. Ja, und kein Video gab's für längere Zeit als inzwischen sonst üblich, aus zwei Gründen. Zum einen war ich kurz verreist und zum anderen ist es so, dass YouTube zwar jetzt bei normalen Beiträgen die Monetarisierung nach einigen Tagen zulässt, aber wie gesagt, erst nach einigen Tagen. Das heißt, ich muss immer warten, ich stehe immer vor der Entscheidung, entweder gleich veröffentlichen und keine Reklameeinnahmen oder warten, wo es dringend ist, veröffentliche ich gleich bei einigen Sachen. Ich habe jetzt drei spannende Interviews in der Pipeline. Eines ist vom 2. September mit Dr. Pürner und da wird bis heute wird es nicht entschieden, ob es monetarisiert werden darf oder nicht. Das eigentliche Video kommt dann auch auf dem anderen Kanal. Mein Verdacht ist, dass man mich da erziehen will, dass ich nicht auf andere Kanäle gehe. Aber ich warte jetzt noch vielleicht einen Tag und dann kommt dieses Interview auch so. Ich werde mich nicht von dieser Monetarisierung redaktionell beeinflussen lassen. Das verspreche ich euch und das kann ich auch dank eurer Unterstützung. Also vielen herzlichen Dank und bitte nicht irgendwie irgendwas absparen. Also wer sich da schwer tut, bitte nicht vom Mund absparen Unterstützung. Wer sich nicht schwer tut, umso dankbarer. Alles Gute, danke, ciao. Ja, da fällt mir es noch ein, das ist wie bei Habeck, ja. Also wenn der Blog plötzlich keine Unterstützung mehr bekommt, dann ist er zwar nicht tot, aber es kann niemand mehr schreiben und berichten, wie bei den Insolvenzen bei unserem hochverehrten, in Anführungszeichen, Wirtschaftsminister. Und das allerletzte noch, die Baerbock hat ja wieder einen Bock abgeschossen. Sie sagt ja, Kriege werden nicht mehr wie im 19. Jahrhundert mit Panzern geführt, also bei ihr kam dann im 19. Jahrhundert die Kavallerie und die Infanterie mit Panzern. Bemerkenswert. Alles Gute. Danke. Ciao.